Apple Watk, Watkfase Pride kommt Anfang Juni. Bereits in wenigen Tagen steht euch auf der Apple Watk offenbar ein neues Ziffernblatt zur Verfügung. Das Watkfase Pride dürfte bereits ab dem 4. Juni auswählbar sein und steht ganz im Zeichen des Regenbogens. Bereits in früheren Beta-Versionen von iOS 11.3 tauchten Hinweise auf das individuelle Design auf. Diese verschwanden anschließend jedoch wieder und kehrten jetzt mit der Veröffentlichung der finalen Versionen von iOS 11.4 und WatkOS 4.3.1 zurück, schreibt 9to5mag. Das Watkfase sei von der Regenbogenfahne inspiriert und farbige Fäden bewegen sich, wenn ihr den Bildschirm berührt, heißt es demnach innerhalb des Betriebssystems. Trick, Pride Edition schon jetzt verfügbar? Das Portal fand dort zudem die Information, wann die Pride Edition auf der App Watk freigeschaltet wird, ab Montag, dem 4. Juni um 12 Uhr, Pazifik Standard Time, soll das Watkfase verfügbar sein. Hierzulande wäre das um 21 Uhr. Apple plant die Veröffentlichung demnach während oder unmittelbar nach einer Keynote auf der World Wide Developers Conference, WWDC. Das Event steigt vom 4. bis 8. Juni. Wer bis Montag nicht mehr warten kann, um das neue Design zu testen, kann es mit einem Trick versuchen, stellt einfach Zeit und Datum weit genug in die Zukunft. Laut einigen Twitter-Nutzern lässt sich das neue Watkfase dann bereits jetzt schon auswählen, wie ihr unten in 2W sehen könnt.